Herr Winter, geh hinter. Bevor Mutter heute zum Gute-Nacht-Sagen kommt, will Anne-Rose noch einmal ihr Gedicht üben. Sie muss es morgen in der Schule können, aber picobello, hat der Lehrer gesagt. Schnüpperle hat das Buch vor sich auf dem Deckbett liegen, als ob er schon lesen könnte. Er hört Anne-Rose das Gedicht ab. Und immer, wenn Anne-Rose stecken bleibt, sagt Schnüpperle leise, wie es weitergeht. Herr Winter, geh hinter, sagt Anne-Rose, der Frühling kommt bald. Das Eis ist geschwommen, die Blümlein sind gekommen. Ach, macht Schnüpperle, wieder falsch. Anne-Rose fängt von vorne an. Herr Winter, geh hinter, der Frühling kommt bald. Das Eis ist geschwommen, die Blümlein sind kommen. Und grün, flüstert Schnüpperle, und grün wird der Wald. Herr Winter, geh hinter, dein Reich ist vorbei. Die Vögelchen alle, ha, macht Schnüpperle, wieder falsch. Die Vögelein alle mit jubelndem Schrei, nein, ruft Schnüpperle, es heißt doch Schalle. Also, sagt Anne-Rose, ich sag den zweiten Vers nochmal. Herr Winter, geh hinter, dein Reich ist vorbei. Die Vögelein, flüstert Schnüpperle, die Vögelein alle mit Jubel und Schalle. Falsch, sagt Schnüpperle, jetzt sag ich's aber mal. Herr Winter, geh hinter, dein Reich ist vorbei. Die Vögelein alle mit jubelndem Schalle verkünden den Mai. So. Das ist doch überhaupt nicht schwer. Ich kann's eben nicht so gut wie du. Ja, das stimmt, sagt Schnüpperle. Vater sagt ja auch immer, ich werd mal eine ganz große Kanone, wenn ich in die Schule gehe. Ja, ja, sagt Anne-Rose, vielleicht beim Gedichtelernen. Da bin ich eben keine. Aber in der Schule muss man ja auch noch andere Sachen machen. Wenn Vater sagt, ich werd mal eine ganz große Kanone, dann werd ich auch eine. So. Und jetzt sagst du's noch mal, ganz von vorne. Anne-Rose versucht es. Und diesmal klappt es wahrhaftig. Dann kommt Mutter, sagt gute Nacht und knipst das Licht aus. Durch den Vorhang ist es aber noch ein bisschen hell von der Straße her. Schnüpperle, sagt Anne-Rose, gib mir mal das Buch rüber. Warum? Weil ich es mir unter das Kopfkissen legen will. Meinst du wirklich, es hilft? Es hilft. Ich hab's doch schon oft ausprobiert. Als Anne-Rose das Buch unter das Kopfkissen gesteckt hat, fragt Schnüpperle, drückt es dich jetzt, Anne-Rose? Ein bisschen, aber das muss so sein, sonst kriegt man es nicht in den Kopf. Nach einer Weile fragt Schnüpperle, schläfst du schon, Anne-Rose? Nein. Weißt du, was ich gern wissen möchte? Ich möchte gern wissen, warum du immer sagst, Herr Winter, geh hinter. Wohin der soll er denn gehen? Das weiß ich auch nicht, er soll eben weggehen. Aber es heißt doch nicht weggehen, es heißt doch, Herr Winter, geh hinter. Vielleicht hinter den Wald oder hinter den Berg oder, ach, ich weiß es nicht, du musst morgen mal Vater fragen. Am anderen Morgen, als Mutter zum Frühstück ruft, kommen sie, wie an jedem Tag, hintereinander die Treppe herunter. Zuerst Anne-Rose, dann Schnüpperle und dann Vater. Sie gehen auf den Frühstückstisch zu und wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Mittendrauf steht ein großer Korb mit Primeln. Rot, blau, weiß, gelb. Nanu, fragt Vater, was ist denn heute los? Von uns hat doch keiner Geburtstag. Och, sagt Schnüpperle, gar kein Geburtstag und so viele Blumen. Man weiß nicht, was man sagen soll. Oh, ich weiß, ruft Anne-Rose, heute ist Frühlingsanfang. Deshalb haben wir doch das Gedicht lernen müssen.
Herr Winter, geh hinter, der Frühling kommt bald. Das Eis ist geschwommen, die Blümlein sind kommen und grün wird der Wald. Herr Winter, geh hinter, dein Reich ist vorbei. Die Vögelein alle mit jubelndem Schalle verkünden den Mai. Siehst du, Schnüppele, jetzt kann ich's. Und das kommt bloß, weil ich das Buch unter das Kopfkissen gesteckt habe. Na, dann wollen wir uns das Frühlingsanfangsfrühstück mal schmecken lassen, sagt Vater. Sonst kommen wir beide zu spät aus dem Haus. Als Annrose und Vater gegangen sind, sagt Schnüppele, wie hast du denn das bloß gewusst, Mutter, dass heute Frühlingsanfang ist? Das steht doch im Kalender, Schnüppele. Hast du ihn auch unter das Kopfkissen gesteckt? Nein, das brauche ich nicht. Das habe ich so im Kopf. Es ist doch jedes Jahr am selben Tag, genau wie der Sommeranfang, der Herbstanfang und der Winteranfang. Und du weißt das immer, Mutter? Immer? Mutter nickt. Ohne Buch unterm Kopfkissen? Mutter nickt wieder. Mutter, ruft Schnüppele, dann bist du ja genauso eine Kanone wie ich. Quatsch muss auch sein. Vor dem Schlafengehen sagen Annrose und Schnüppele immer, was sie am anderen Tag zu Mittag essen wollen. Und am nächsten Vormittag geht Oma mit Schnüppele einkaufen. Purzel nehmen sie auch mit, weil er dann mit Schnüppele vor dem Laden warten kann und nicht alleine bleiben muss. Schnüppele redet ihm auch schon gut zu, bevor er richtig anfängt zu bellen. Oma kommt gleich wieder. Oma bringt auch was Feines mit, was ganz Feines für Purzel und Schnüppele. Oma hat auch immer was Feines in der Einkaufstasche. Für Purzel 3 Hundekekse. Die hat sie schon eingesteckt, bevor sie losgegangen sind. Für Schnüppele kauft sie meist einen Lutscher. Einen ganz großen, runden. Die sind jetzt neu. Schnüppele hat Oma gleich am ersten Abend davon erzählt. Weißt du, wie die aussehen, Oma? So. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Mondgesicht. Schnüppele malt es Oma mit dem Finger in die Luft. Manche lachen und manche sehen richtig ärgerlich aus. So. Schnüppele macht es Oma vor. Manche sind grün, manche gelb und manche so wie Apfelsine. Bloß wie sie schmecken, das weiß ich noch nicht. Auf dem Nachhauseweg machen sie einen Bogen, damit Purzel alles erledigen kann. Und Schnüppele erzählt Oma, was ringsrum los ist. Dort drüben geht Mutter rein, wenn wir was Schönes kaufen wollen. Dort gibt's nämlich Pinke Pinke, das sagt Vater immer. Ich sehe es, sagt Oma, das ist die Sparkasse. Und dort hole ich Brot und Brötchen. Und dort drüben, das ist eine Kneipe. Weißt du, was das ist, Oma? Ja, das weiß ich. Da kommen manchmal Männer raus, die gehen so. Schnüppele wackelt von einer Seite auf die andere. Und dort, Oma, kauft Vater die Zeitung. Und wenn ich mitgehe, schenkt mir Frau Knickebein manchmal Salmis. Unterwegs bleiben sie immer wieder stehen, weil es in den Vorgärten gar so schön blüht. Krokusse, Osterglocken und Tulpen, die kennt Schnüppele. Aber Oma weiß auch, wie die Sträucher heißen, die jetzt blühen. Sie zeigt Schnüppele den Seidelbast und die Zaubernuss. Als Annrose aus der Schule kommt, fragt Schnüppele, weißt du, was Seilerbast ist? Nein, das weiß ich nicht. Weißt du auch nicht, was Zaubernuss ist? Annrose überlegt. Ich glaube, ein Märchen. Falsch geraten, ruft Schnüppele. Zaubernuss steht in Schuberts Garten und Seilerbast auch. Aber dass du ja nicht die roten Beeren isst, die daran wachsen, dann musst du nämlich sofort ins Krankenhaus. Wird dir sofort der Bauch aufgeschnitten. Schnüppele, du hast einen Knall. Nein, kannst Oma fragen. Es stimmt schon, sagt Oma.
Die Beeren vom Seidelbast sind furchtbar giftig, aber jetzt blüht er ja noch. Richtig, sagt Anne-Rose, das sind die kleinen rosa Blüten, die so gut duften. Und davor steht ein Strauch mit gelben Blüten. Aber Zaubernuss, das hört sich wirklich wie ein Märchen an, nicht, Oma? Da hast du recht, Anne-Rose. So, Schnüpperle, sagt Anne-Rose, und jetzt werd ich dich auch mal was fragen. Es steht auf der Wiese und macht Mu. Was ist das? Haha, das ist eine Kuh. Falsch geraten, es ist ein Ochse. Du, sagt Schnüpperle, mach mich nicht böse. Ein Moment, sagt Oma, ich hab auch ein Rätsel auf Lager. Ich gehe alle Tage aus und bleibe doch in meinem Haus. Wer weiß es? Anne-Rose und Schnüpperle überlegen. Oma, ich kann's mir denken, ruft Anne-Rose. Ist es die Schnecke, Oma? Geraten, sehr gut. Weißt du noch was, Oma? Oma nickt. Ich möchte wissen, wer das ist, der immer mit zwei Löffeln frisst. Anne-Rose will gleich herausplatzen, aber Oma legt den Zeigefinger auf den Mund. »Immer mit zwei Löffeln frisst«, sagt sie und hält ihre Zeigefinger jetzt hinter dem Kopf hoch. »Der Osterhase«, schreit Schnüpperle. »Richtig geraten. Aber jetzt sag ich noch ein schweres, und da könnt ihr beide eine Weile dran herumknacken. Ich weiß, ein kleines weißes Haus hat nichts von Fenster, Türen, Toren. Und will der kleine Wirt heraus, dann muss er erst die Wand durchbohren. Anne-Rose und Schnüpperle überlegen, aber sie kommen nicht drauf. Auch nach dem Mittagessen haben sie es noch nicht heraus. Und als sich Oma mit ihrem Strickzeug hinsetzt, wissen sie es immer noch nicht. Alle Augenblicke muss sie das Rätsel noch einmal sagen. Dann ist ihre Strickwolle alle. Wer mir jetzt Wolle wickeln hilft, sagt Oma, dem verrate ich's. Ich hab zuerst gerufen, schreit Schnüpperle. Ich, ruft Anne-Rose. Dann wickeln wir eben gleich zwei Lagen Wolle. Die erste hält Anne-Rose und die zweite Schnüpperle. Während der Faden immer an ihren Händen vorbeiläuft, raten sie weiter. So, sagt Oma, jetzt sag ich's euch. Das kleine weiße Haus ist das Ei ohne Fenster, Tür und Tor. Und das Küken, das drin steckt und heraus will, muss mit seinem Schnabel die Wand durchbohren. Aber es ist doch ein Küken und kein Wirt, sagt Schnüpperle. Na und, sagt Anne-Rose, soll's vielleicht heißen und will das kleine Küken raus? Da wär's doch kein Rätsel mehr. Schnüpperle nickt. Dann sagt er, weißt du nicht noch ein leichtes Rätsel, Oma? Ich möcht's doch so gern erraten. Also gut, sagt Oma. Es hängt an der Wand, gibt jedem die Hand. Schnüpperle und Anne-Rose fangen an zu lachen. Das sagt Vater auch immer, ruft Anne-Rose, wenn wir ihn um ein Rätsel quälen. Und weißt du, Oma, was Mutter dann immer sagt? Schnüpperle fängt an zu kichern. Mutter sagt dann immer, also öhrig, erzähl doch den Kindern nicht so einen Quatsch. Und Vater sagt, Quatsch muss auch sein. Und dann killert er uns und wir killern ihn auch und dann kugeln wir uns auf dem Fußboden herum, bis uns die Luft wegbleibt. Eier anmalen. Mutter, sagt Schnüpperle, Annelie hat überhaupt noch keinen richtigen Eierbaum gesehen. Bloß immer so kleine Drüppel für die Vase. Aber so einen großen, wie bei uns im Garten, so einen noch nicht. Ich hab gesagt, wir machen wieder einen und sie kann zu uns kommen und gucken, solange sie will.
Aber Annelie möchte lieber selber einen Eierbaum haben. Bloß so viele ausgeblasene Eier haben sie nicht. Deshalb bin ich mit Annelie klingeln gegangen an jedes Haus. Was habt ihr gemacht? Fragt Mutter. Wir haben es so gemacht. Annelie hat geklingelt und ich habe gefragt, ob sie ausgeblasene Eier haben. Schnüpperle, sagt Mutter, ich glaub, du bist nicht recht bei Trost. Das hat der Mann auch gesagt, der im Finstern immer nachgucken muss, ob alle Leute die Türen zugeschlossen haben. Du weißt schon, Mutter, der mit dem großen Schäferhund, und der hat uns ganz böse angeguckt, weil er gerade geschlafen hat. Und der dicke Herr Klein hat gefragt, ob es bei mir piept. Und der hat in seinem ganzen Leben noch nichts von ausgeblasenen Eiern gehört. Und weißt du, was der Polizist Krause gesagt hat, Mutter? Ausgeblasene Eier kriegt er erst morgen wieder rein, ganz frische. Und er stellt uns den Korb vor die Tür. Also, Schnüpperle, das ist ja nicht auszudenken. Schnüpperle nickt. Ja, Frau Sengelmann hat auch gesagt, wer denkt denn an sowas? Aber sie will uns für morgen noch ein paar zurechtblasen. Susanne hat auch drei rausgerückt, weil ich gesagt habe, sie darf bei uns mit Eier anmalen. Und dann sind wir noch bei Frau Kasseroll gewesen. Frau Kasseroll hat gesagt, wenn sie das bloß eher gewusst hätte. Aber sie will heute Abend Rühreier in die Pfanne blasen und morgen Mittag Eierkuchen. Und dann kriegen wir auch noch welche von der Osterbäckerei. Jetzt brauchen wir bloß noch Farbe und dann kann's losgehen. Zwei Tage später malen sie. Susanne bringt einen kleinen Korb voll Eier mit und Annelie auch. Anne-Rose rührt die Farbe an und stellt sie mitten auf den Tisch. Dann tauchen alle die Pinsel ein und malen. »Du musst viel mehr Farbe nehmen«, sagt Susanne zu Annelie. »Bei dir sieht man ja das Weiße noch.« »Und du nimmst so viel, dass sie runterkleckert«, ruft Schnüpperle. »Und du malst dir die Finger voll.« »Überhaupt nicht, bloß mein Daumen ist rot.« In jedes Ei, das fertig ist, steckt Anne-Rose ein Hölzchen mit Faden. Dann hängt sie es an den Kleiderhaken zum Trocknen. »Geht die Farbe ab, wenn's regnet?«, fragt Annelie. »Nur ein bisschen, zum Glück«, sagt Anne-Rose. »Warum müssen wir denn alle rote Eier malen?«, fragt Susanne. »Ich finde blaue schöner.« »Du willst immer eine Extrawurst«, ruft Schnüpperle. »Wir malen doch blaue Eier, wenn die rote Farbe alle ist.« »Gut«, sagt Susanne, »dann gehe ich erst mal nach Hause aufs Klo.« »Kannst du doch bei uns machen.« »Mach ich aber nicht.« »Und ich mach dir die Tür nicht auf, wenn du wiederkommst.« Susanne lässt die Tür offen. Als sie wiederkommt, hat jeder schon drei blaue Eier bemalt und die Farbe reicht nur noch zu einem einzigen blauen Ei für Susanne. »Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Ich wollte so gerne blaue Eier haben.« »Hättest du eben eher kommen müssen. Wir malen jetzt grün«, sagt Anne-Rose. »Grün mag ich nicht. Ich will lieber gelb.« »Gelb rühre ich später an.« »Gut«, sagt Susanne, »dann gehe ich erst mal was trinken.« »Brause kannst du auch bei uns kriegen«, sagt Schnüpperle. »Brause will ich nicht. Ich will was anderes.« »Warum willst du denn immerfort was anderes?«, fragt Annelie. »Guck mal, wie viele Eier wir schon gemalt haben. Du hast bloß so wenig fertig.« Und Schnüpperle hat gesagt, ein Eierbaum muss ganz bunt werden, sonst ist er nicht schön. »Schnüpperle hat gesagt, Schnüpperle hat gesagt«, quäkt Susanne. »Woher willst du denn das wissen, dass ich bloß wenig Eier habe?« »Weil deine Eier am letzten Kleiderhaken hängen. Dann kommen meine und dann kommen Anne-Roses und...« »Ihr seid gemein«,
schreit Susanne. Ihr habt meine Eier mit an eure Kleiderhaken gehängt. Von wegen, ruft Anne-Rose. Das haben wir gar nicht nötig, so fleißig, wie wir gemalt haben. Und außerdem sieht man's ja. An deinem Kleiderhaken hängen drei rote und ein blaues. Mehr hast du nicht gemalt. Auf einmal fängt Susanne furchtbar an zu weinen. Kriege ich überhaupt keinen schönen Eierbaum? Bloß ihr. Ich geb dir eins ab, sagt Annelie. Ich geb dir auch eins ab, sagt Schnipperle. Ja, von mir kannst du auch eins kriegen, sagt Anne-Rose. Und jetzt malen wir gelbe und du bleibst hier und malst mit. Ich hab doch aber so Durst. Ach, Quatsch, sagt Anne-Rose. In diesem Augenblick geht die Tür auf und Mutter bringt einen Teller voll Kuchen und vier Gläser Apfelsaft. So, sagt sie, jetzt wird erst gefespert und dann könnt ihr weitermachen. Guck mal, sagt Susanne zu Mutter, wie wenig Eier ich erst habe. Hast du selbst Schuld, ruft Schnipperle. Fang bloß nicht wieder an zu heulen. Wenn du jetzt nicht dauernd rummeckerst, sagt Anne-Rose, dann wirst du noch einen schönen Eierbaum kriegen. Bestimmt, ruft Schnipperle. Aber jetzt muss ich erst was trinken. Und dann futter ich Kuchen, bis mir der Bauch platzt. Zu Ostern ist alles wieder gut. Schnüppele, du könntest noch Brot holen, sagt Mutter. Morgen ist Feiertag, da sind die Geschäfte zu. Ist morgen Ostern? Nein, noch nicht. Und warum ist Feiertag? Weil morgen alle Leute daran denken sollen, dass Jesus gestorben ist. Nein, sagt Schnüppele, es heißt nicht gestorben, es heißt anders. Ich weiß es bloß nicht mehr richtig, aber ich hab's gesehen. Es hängt nämlich bei Annelie überm Bett. Wir haben es runtergenommen und genau angeguckt. Schnüpperle hält seine Hand hoch. Hier, Mutter, hier haben sie einen Nagel durchgekloppt. Auf jeder Seite. Habe ich überhaupt nicht glauben wollen. Aber Annelies Mama hat gesagt, es ist wirklich wahr. Und morgen früh geht sie ganz zeitig zum Messen. Was messen Sie denn da, Mutter? Gar nichts, sagt Mutter. Annelies Mama geht zur Messe. Das ist ein Gottesdienst. Gehst du auch hin? Mutter schüttelt den Kopf. Annelies Mama geht in eine andere Kirche als wir. In unserer Kirche gibt es keine Messe. Schade, sagt Schnüpperle, können wir gar nicht den Tisch decken und das Frühstück machen, bis du wiederkommst. Annelie und der Papa machen es nämlich so und außerdem müssen sie das Buberl besorgen. Und heute Abend ist in der Kirche auch schon viel los, wegen dem Abendbrot. Was du meinst, Schnüpperle, heißt Abendmahl. Schnüpperle schüttelt den Kopf. Doch, das kannst du mir glauben, Schnüpperle. Aber sie sitzen doch alle an einem Tisch und essen Brot, Mutter. Und sie reden zusammen und sie trinken Wein. Ich hab's doch in Annelies Buch gesehen. Und heute Abend in der Kirche wird's genauso gemacht. Aber an dem langen Tisch sitzen bloß Männer. Schnüpperle, sagt Mutter, das Bild, das du in Annelies Buch gesehen hast, das ist Jesus mit seinen Jüngern gewesen, als sie das letzte Mal zusammen gegessen haben. Abendbrot, sagt Schnüpperle. Man kann auch Abendmahl sagen. Und zum Andenken daran ist heute Abend in der Kirche Gottesdienst. Stimmt, sagt Schnüpperle. Und morgen ist ein ganz trauriger Tag, Mutter. Du weißt schon, warum. Schnüpperle tippt mit seinem Zeigefinger auf Mutters Hände. Und bei den Füßen haben sie's auch so gemacht, sagt er. Ja, morgen ist Karfreitag, sagt Mutter. Aber zu Ostern ist alles wieder gut, hat Annelies Mama gesagt, weil er wieder aufgestanden ist. Mutter nickt. Und jetzt gehe ich Brot holen, Mutter,
Mit dem Brot holen hat Schnüpperle erst einmal alles vergessen. Dann macht Mutter das Abendbrot zurecht und als sie fertig ist, soll Schnüpperle Vater und Anne-Rose Bescheid sagen. »Vater, Anne-Rose«, ruft Schnüpperle, »das Abendmahl ist fertig.« »Das Abendmahl«, Anne-Rose lacht, »wo hast du denn das wieder her?« »Von Annelies Mama.« »Warst du schon wieder bei Anneli? Warst du schon wieder bei der Lubavitska? Siehste!« »Annelies Mama geht zweimal messen, heute Abend und morgen früh. Und das Beste kommt zu Ostern«, hat sie gesagt, »braucht nämlich niemand mehr richtig zu sterben. So!« »Von wegen«, sagt Anne-Rose, »Ludovikas Oma ist gestorben.« »Und die ist richtig tot.« »Annelies Oma ist auch gestorben, aber die lebt jetzt im Himmel beim lieben Gott.« »Ach, du mit deiner Anneli und du mit deiner Lubavitska. Sonst hast du bloß immer mit Susanne gespielt. Und du mit Katrin, tu ich immer noch, aber du gehst bloß noch zu Anneli.« »Anneli ist ja auch so niedlich.« »Ha, ha«, macht Anne-Rose, »Schnüpperle und Anneli, Braut und Bräutigam.« »Ja, das spielen wir immer. Und das Buberl ist unser Kind. Und Anneli hat gesagt, wenn sie stirbt, soll ich auch sterben, weil es dann nicht so langweilig ist. Dann liegen wir zusammen und können uns schöne Geschichten erzählen, immer abwechselnd. Und ich hab gesagt, oh ja, das mach ich.« Anne-Rose sieht Schnüpperle an. »Ich weiß nicht, Schnüpperle, ob das wirklich geht.« »Na klar«, sagt Schnüpperle, »deshalb ist doch Ostern. Weißt du denn das nicht?« Eine Osterhasengeschichte. »Oma, liest du uns heute Abend ganz viel vor?« fragt Schnüpperle. »Und was ganz Schönes?« »Ach, bitte, Oma«, bettelt Anne-Rose, »heute ist doch unser letzter Abend. Morgen sind Vater und Mutter wieder da.« »Schon versprochen«, sagt Oma. »Wir machen es uns so richtig hundmollig«, ruft Schnüpperle. Als sie beim Abendbrot sitzen, guckt Oma auf die Uhr. »Na«, sagt sie, »ob Vater und Mutter schon angezogen sind?« »Mit dem Nachthemd?« fragt Schnüpperle. »Doch nicht mit dem Nachthemd«, sagt Anne-Rose. »Vater und Mutter gehen doch heute Abend zum Ball.« »Hach«, sagt Schnüpperle, »abends ist überhaupt kein Fußball, immer bloß nachmittags.« »Vater und Mutter gehen doch nicht zum Fußball.« »Nein«, sagt Oma, »der Ball, zu dem Vater und Mutter gehen, ist ein großes Fest. Da gibt es zuerst etwas besonders Gutes zu essen, dann spielt eine Kapelle und es wird getanzt. Und alle sind ganz fein angezogen«, sagt Anne-Rose, »und Kerzen brennen auch ganz viele.« »Tanzt Mutter immer mit Vater zusammen?«, fragt Schnüpperle. »Nicht nur«, sagt Oma, »auf einem Ball sind doch sehr viele Herren und Damen.« »Aber Vater findet Mutter immer wieder, nicht, Oma?« »Natürlich«, sagt Oma, »du kannst dich drauf verlassen.« »Gut«, sagt Schnüpperle, »kann ich jetzt bitte noch ein heißes Würstchen haben? Bei uns gibt's heute Abend auch etwas besonders Gutes zu essen, aber ich möchte viel Senf dazu.« Nach dem Abendbrot waschen sich Anne-Rose und Schnüpperle und ziehen sich ihre Schlafanzüge an. Schnüpperle holt eine Decke, damit Purzel aufs Sofa darf, und Oma setzt sich mit dem Vorlesebuch in den Sessel. »So, Oma«, sagt Schnüpperle, »jetzt kannst du loslegen.« »Was nehmen wir denn zuerst?«, sagt Oma. »Mach's doch so wie Fräulein Buschmann«, sagt Anne-Rose. »Die blättert immer ein bisschen, dann lässt sie das Buch aufklappen und dort liest sie vor.« »Ein fabelhafter Vorschlag«, sagt Oma. Dann blättert sie. »Wisst ihr, was ich aufgeklappt habe?« »Ein Gedicht.
Ich will aber lieber eine Geschichte, sagt Schnüppele. Ein Gedicht ist viel zu kurz. Was aufgeklappt ist, wird vorgelesen, sagt Anne-Rose. Oma liest ein Gedicht von den Glocken vor, die am Sonntag vor Ostern fortfliegen und die erst in der Nacht zum Ostersonntag wiederkommen. Als Oma zu Ende gelesen hat, fragt Schnüppele, wie sind denn die Glocken aus dem Turm rausgekommen? Durch die Fenster natürlich, sagt Anne-Rose. Das kannst du dir doch denken. Und wo sie beregnet werden, ist das sehr weit weg. Sie werden dort gesegnet, sagt Anne-Rose. Hör doch richtig zu, wenn Oma vorliest. Na gut, sagt Schnüppele. Wie finden Sie denn zurück mitten in der Nacht? Wenn's bei uns finster ist, mag ich nicht auf die Straßen gehen, weil überall Gespenster sind. Anne-Rose lacht. Vater sagt immer, Schnüppele ist ein Angsthase. Überhaupt nicht, ruft Schnüppele. Vater sagt, ich bin ein Osterangsthase und das ist was ganz anderes. Gut, sagt Oma. Gut, und jetzt kommt die Geschichte dran. Es war einmal eine Osterhasenfamilie, die lebte in einem kleinen Birkenwald. Der Hasenvater hieß Hans, die Hasenmutter hieß Grete und die Hasenkinder hießen so. Toni, Froni und Maroni, das waren die Mädchen. Und Franzl, Friedl und Powidl, das waren die Jungen. Den Allerkleinsten aber nannten sie Hemdenmatz. Als nun die Osterzeit kam, ging die Hasenmutter ins Dorf und kaufte Eier, und der Hasenvater ging in die Stadt und kaufte Farbe. Und als sie wieder daheim waren, setzte sich der Hasenvater oben an den Tisch und die Hasenmutter unten, und zwischen ihnen saßen auf der einen Seite Toni, Froni und Maroni und auf der anderen Seite Franzl, Friedl und Powidl. Nur mit dem Hemdenmatz wussten sie nicht recht wohin, weil er mit seiner Nasenspitze gerade bis an den Tisch heranreichte. Da nahm die Hasenmutter ein Mooskissen und setzte ihn drauf, und als Tisch schob sie ihm ihre Fußbank hin. Als sie die Eier austeilte, gab sie dem Hemdenmatz auch eins. Und als der Hasenvater die Farbe austeilte, bekam der Hemdenmatz auch ein Schüsselchen. Denn der Vater hatte nicht vergessen, einen besonders kleinen Pinsel für den Hemdenmatz zu besorgen. Nun konnte das Ostereiermalen losgehen. Es war auch keine Zeit zu verlieren, denn Ostern war bedenklich nahe gerückt. Und so malten sie und malten und bekamen vor Eifer ganz rote Ohren. Die Hasenmutter musste immer wieder neue Eier holen und der Hasenvater neue Farbe nachfüllen. Rote, gelbe, blaue, grüne. Auch der Hemdenmatz kam ab und zu mit seinem Schälchen an den Tisch und wollte neue Farbe haben. Aber neue Eier holte er nicht. Da fragte ihn die Hasenmutter, »Wo sind denn deine bemalten Eier, Hemdenmatz?« Der Hemdenmatz bekam einen feuerroten Kopf. Dann rannte er so schnell er konnte zur Tür hinaus. Der Hasenvater schickte den Powidl hinter ihm her. Und als der Powidl allen den Rücken zudrehte, sahen sie, was der Hemdenmatz mit der Farbe gemacht hatte. Er hatte den Geschwistern die schönen weißen Stummelschwänze angemalt, die bei den Brüdern aus den Hosen und bei den Schwestern aus dem Rock hervorguckten. Blau, rot, gelb und grün. Mutters Fußbank war vollgekleckst und das Ei hatte nicht eine einzige Farbe, wie es sein musste. Nein, es hatte lauter bunte Tupfen. Das aber sah nicht nur hübsch aus, es sah allerliebst aus. Und so kam es,
dass der Hemdenmatz längst nicht so sehr ausgeschimpft wurde, wie er es verdient gehabt hätte. »Du bist zwar ein verflixter Kerl«, sagte der Hasenvater, »aber du hast uns auf einen guten Gedanken gebracht. Von jetzt an werden wir unsere Ostereier mit Tupfen bemalen. Wir werden die einzigen Osterhasen sein, die getupfte Eier in die Osternester legen. Das wird ein Aufsehen geben.« »Und unsere angemalten Schwänze?«, fragte der Powidl. »Die schrubbt ihr euch gegenseitig mit Wasser und Seife sauber.« Die Hasenmutter aber sagte, »Strafe muss sein. Hemdenmatz, du gehst sofort ins Bett und drehst dich auf die andere Seite. Denk nicht, dass du uns zugucken darfst.« Der Hemdenmatz heulte vor sich hin und sagte, »Gute Nacht«, obwohl es noch mitten am Tage war. »So«, sagt Oma und klappt das Buch zu, »nach dieser schönen Geschichte mache ich uns noch ein Eis zurecht, und dann gehen wir auch ins Bett.« Vor Freude springt Schnüppele auf dem Sofa hin und her, Purzel bellt dazu und Anne-Rose schreit, »Hört auf, hört auf!« Als sie dann im Bett liegen, klopft Schnüppele mit der Faust an die Wand. »Hörst du mich, Oma?« »Sehr gut. Ich klopf jetzt dreimal und das heißt Gute Nacht.« »Verstanden«, ruft Oma. Und dann klopft sie von der anderen Seite auch dreimal. »Wenn ich wieder dreimal klopfe, heißt es Schlaf gut, Oma.« »Verstanden«, ruft Oma und wartet, bis Schnüppele geklopft hat. Nach einer Weile ruft Schnüppele, »Ich klopf jetzt noch dreimal, und das heißt bis morgen früh.« Schnüppele steht in der Zeitung. Vater klingt leise die Tür auf. »Aufstehen, Schule gehen«, singt er. Dann geht er ans Fenster und zieht den Vorhang zurück. Plötzlich ruft er, »Ja, was ist denn das? Ja, wie ist denn so etwas möglich?« Anne-Rose und Schnüppele tauchen aus den Betten auf. »Was ist denn, Vater?« »Anne-Rose, Schnüppele, das glaubt ihr nicht. In unserem Garten steht ein Storch.« Im nächsten Augenblick sind die beiden aus ihren Betten und Mutter kommt auch noch zur Tür herein. »Wo ist er denn, Vater?« ruft Schnüppele. »Ich sehe ihn gar nicht«, ruft Anne-Rose. Vater fängt furchtbar an zu lachen. »April, April«, ruft er. »Das ist mir aber geglückt.« »Ach ja«, ruft Anne-Rose, »heute ist ja der 1. April, da darf man jeden anführen, sogar die Lehrer. Und das mit dem Storch, das mache ich gleich in der Schule. Und ich mache es mit Susanne und Frau Kasserol«, sagt Schnüppele. »Mit Frau Kasserol auch?«, fragt Mutter. »Na klar, heute ist doch 1. April.« Dann tuscheln sie miteinander. Als Vater an den Frühstückstisch kommt, ruft Schnüppele, »Vater, du hast dich ja überhaupt noch nicht gekämmt.« »Na sowas«, sagt Vater und dreht wieder um. Als er bei der Garderobe in den Spiegel guckt, ruft Schnüppele, »April, April!« Kaum sind Vater und Mutter aus dem Haus gegangen, wartet Schnüppele am Fenster auf Susanne. Im Nebenhaus bleibt alles still. Dann hört Schnüppele, wie Frau Kasserol die Fußmatte ausklopft. »Geh ich eben erst zu Frau Kasserol«, sagt Schnüppele vor sich hin und ist schon unterwegs. »Frau Kasserol«, Schnüppele legt geheimnisvoll seinen Zeigefinger auf den Mund, »Frau Kasserol, haben Sie schon gesehen?« »Was soll ich denn gesehen haben, Schnüppele?« »Einen Augenblick, ich komme rüber und zeig's Ihnen.« Schnüppele nimmt Frau Kasserol an der Hand und flüstert, »Bei uns im Garten steht ein Storch, ein ganz großer Storch.
Was? Fragt Frau Kasseroll. Wirklich? Sie lässt sich von Schnüppele ins Wohnzimmer führen. Wo steht er denn? Fragt sie. Ich kann ihn gar nicht entdecken. Und schon lässt Schnüppele ihre Hand los und ruft, April, April! Na, du bist mir ja vielleicht ein kleiner Schwerenöter, ruft Frau Kasseroll, mich so in den April zu schicken. Dann schenkt sie Schnüppele aber eine Handvoll Bonbons. War gut, nicht? Ist von Vater, sagt Schnüppele. Das musst du mit deinem Mann auch machen. Auf dem Heimweg trifft er die Zeitungsfrau. Hast du schon unseren Storch gesehen? Fragt er. Was denn für ein Storch? Na, der Storch, der seit heute früh bei uns im Garten steht. Ein Storch? Ein richtiger Storch? Nachtschnüppele, musst mal mit reinkommen. Auf einmal fängt die Zeitungsfrau an zu lachen. Ach, ich weiß schon, sagt sie. April, April! Sie steckt Schnüppele die Zeitung unter den Arm. An der Haustür klingelt Schnüppele Sturm. Hier, sagt er, hab ich von Frau Kasseroll gekriegt, weil ich sie in den April geschickt habe. Sie hat sich ganz doll gefreut und sie hat gesagt, ich bin ein kleiner Scherenschleifer. Mutter muss furchtbar lachen. Also das hat sie bestimmt nicht gesagt. Doch, Mutter, das hat sie gesagt. Mutter faltet die Zeitung auseinander und Schnüppele legt die Bonbons auf den Tisch. Das sind aber viele, sagt der Donnerwetter, und so schön eingepackt. Den goldenen lege ich vorne hin und dann den roten und dann in diesem Augenblick lässt Mutter die Zeitung fallen. Schnüppele, ruft sie, hier ist ja ein großes Bild von dir in der Zeitung. Und daneben steht, wer kennt diesen Jungen? Wir suchen ihn. Vor Aufregung lässt Schnüppele zwei Bonbons unter den Tisch fallen. Wo steht denn das, Mutter? Zeig mal, wo ist denn das Bild? Schnüppele stolpert richtig. Dann guckt er mit Mutter in die Zeitung. Hier, sagt sie. Und dann ruft sie, April, April! Ach du, sagt Schnüppele, ach du! Und dann nimmt er das Bonbon in Goldpapier und sagt, das schenke ich dir, Mutter, weil du so gut gemacht hast. Während Mutter Zeitung liest, isst Schnüppele seine Bonbons. Eins packt er für Purzel aus. Er beißt es an und sagt, ja, das kannst du kriegen. Schmeckt genauso wie das im Silberpapier. Dann hört Schnüppele jemanden auf das Haus zukommen. Er rennt ans Fenster. Mutter, ruft Schnüppele, der Briefträger kommt. Er hat ein großes Paket unter dem Arm. Mutter wirft die Zeitung hin und geht zur Tür. In diesem Augenblick fallen zwei Briefe durch den Briefkastenschlitz. Mutter macht die Tür auf. Und das Paket? Fragt sie. Was denn für ein Paket? Sagt der Briefträger. Schnüppele hat doch gesagt. April, April! Ruft Schnüppele. Dann lachen sie alle drei und der Briefträger sagt, du bist mir vielleicht einer. Nachdem der Briefträger gegangen ist, hält es Schnüppele nicht mehr aus. Er muss jetzt zu Susanne. Gut, sagt Mutter, aber lehn die Haustür nur an, dann kannst du rein, wenn du zurückkommst. Ich gehe mir jetzt die Haare waschen. Schnüppele geht die Treppe vor dem Haus hinunter und Mutter geht die Treppe im Haus hinauf. Als sie gerade den Kopf voller Seifenschaum hat, ruft Schnüppele, Mutter, der Schornsteinfeger ist da. Ja, ja, sagt Mutter, das macht nichts, er kann ruhig ein bisschen warten. Soll er sich hinsetzen, Mutter? Ja, er soll sich hinsetzen. In die Küche oder draußen auf die Treppenstufen? Das ist egal, ruft Mutter. Sie spült sich den Kopf ab und fängt noch einmal an, die Haare einzuseifen. Plötzlich ruft Schnüppele, Mutter, dauert's noch lange? So viel Zeit hat der Schornsteinfeger nämlich nicht. Ja, ja, sagt Mutter, das glaub ich. Hast du ihm schon die Geschichte mit dem Storch erzählt?
Nein, ruft Schnibbele, aber das mache ich jetzt. Nach einer Weile ruft Schnibbele, Mutter, du musst jetzt kommen. So viel Zeit hat der Schornsteinfeger nämlich nicht. Er hat gesagt, er will sein Geld haben. Wieso denn Geld? Fragt Mutter und dreht den Wasserhahn ab. Dann langt sie nach einem Handtuch, schlägt es sich um den Kopf und kommt eilig die Treppe herunter. Du liebe Zeit, ruft sie, hier ist ja wirklich ein Schornsteinfeger und ich hab gedacht, Schnüppele will mich in den April schicken. Tja, ja, sagt der Schornsteinfeger, bei dem Würstchen ist alles möglich. Mir hat er was von einem großen weißen Storch erzählt. Er zieht Schnüppele an der Nase. Mutter entschuldigt sich und gibt dem Schornsteinfeger das Geld. »Nächstes Jahr«, sagt er zu Schnüppele, »sagst du am 1. April nicht, im Garten steht ein weißer Storch? Dann sagst du, im Garten steht ein schwarzer Storch. Da werden die Leute erst ans Fenster rennen.« »Gut«, sagt Schnüppele, »das mach ich.« Nicht lange darauf kommt Anne-Rose aus der Schule heim. »Du«, ruft Schnüppele, »du, wir haben ja so viel erlebt.« »Ich auch«, sagt Anne-Rose. Sie kommt die Treppe herauf. »Schnüppele«, ruft sie, »du hast ja eine ganz schwarze Nase.« Schnüppele tippt sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. »Von wegen«, sagt er. »Nein, wirklich, Schnüppele, wirklich.« Schnüppele tippt sich noch einmal an die Stirn. »Nee«, sagt er, »ich bin doch nicht doof.« Anne-Rose geht mit Schnüppele zum Spiegel und hebt ihn hoch. »Hast du nun eine schwarze Nase oder nicht?« »Das war der Schornsteinfeger«, sagt Schnüppele, »weil ich ihn mit dem Storch angeführt habe.« Das riesengroße Osterfeuer. Nach dem Mittagessen hilft Vater zuerst beim Aufräumen. Dann nimmt er sich die Zeitung. Manchmal liest er Mutter vor, dann wieder für sich alleine. Auf einmal sagt er, »Wisst ihr, was wir heute Abend machen?« »Was denn, Vater?« ruft Anne-Rose. »Steht's in der Zeitung?« fragt Schnüppele. »Ja, in der Zeitung steht, dass heute Abend ein großes Osterfeuer abgebrannt wird. So groß wie noch niemals vorher und gar nicht weit weg von uns, in Pippensen. Die Dorfleute haben schon wochenlang alles gesammelt und auf einem Platz zusammengetragen. Holz und grüne Zweige und wer weiß was alles. Jetzt ist der Haufen aufgeschichtet und er ist so hoch wie ein Haus. Die Feuerwehr ist dabei, wenn das Osterfeuer angesteckt wird. Eine Blaskapelle kommt und es gibt Würstchen zu kaufen und Brause und Eis und Glühwein, falls es kalt sein sollte. So steht es hier. Und das ist gar nicht verkehrt. Wenn ich mir nämlich das Wetter besehe, Vater lässt die Zeitung sinken und guckt zum Fenster hinaus. Wir werden uns ganz schön warm anziehen müssen. Schnüppele und Anne-Rose freuen sich, wer weiß wie sehr. Dann bereden sie, wann sie losfahren wollen und was sie anziehen, damit sie nicht frieren. Im Gasthof zur Einkehr wollen sie Abendbrot essen. »Ich esse ein schönes Schinkenbrot«, sagt Vater. »Das kannst du auch für mich bestellen«, sagt Mutter. »Ob sie auch viel Senf und Würstchen haben?« fragt Schnüppele. »Und Pommes frites«, fragt Anne-Rose. »Natürlich, das gibt es doch überall.« Auf einmal sieht Schnüppele, dass Susanne im Garten ist. Sie geht am Zaun entlang. »Suchst du was?« fragt Schnüppele. »Nö«, sagt Susanne. »Ich will bloß mal nachsehen, ob ich vielleicht ein Osternest nicht gefunden habe.« »Weißt du, was wir heute Abend machen?« fragt Schnüppele. »Wir fahren zum Osterfeuer.« »Zum Osterfeuer? Wo ist denn das?« »Gar nicht weit weg, in Pippensen. Dort wird ein großes Haus angezündet, von der Feuerwehr. Und eine Kapelle spielt dazu, lauter lustige Sachen.
und man kann auch Würstchen dazu essen und Eis. Und wer will, kann auch Feuerwein trinken. Oh, sagt Susanne, und ihr fahrt hin? Bestimmt? Ja, wir ziehen uns warm an und dann fahren wir los. Und in Pippensen essen wir Abendbrot. Und wenn's regnet, fragt Susanne, dann nehmen wir eben Schirme mit. Das meine ich doch nicht. Wenn's regnet, brennt doch das Feuer nicht. Das wird schon brennen, sagt Schnüppele. Die Feuerwehr weiß bestimmt, wie man's macht. Da kannst du dich drauf verlassen. Als sie wegfahren, ist es noch hell. Als sie in Pippensen ankommen, dämmert es. Und als sie gegessen haben, ist es dunkel. So, sagt Vater, jetzt wird es Zeit. Findest du denn dorthin, Vater, fragt Schnüppele, wo es so finster ist? Aber Schnüppele, wir brauchen doch bloß den Leuten nachzugehen. Ob wir noch einen Platz kriegen, fragt Anne-Rose. Plötzlich hören sie Musik. Jetzt geht's los, sagt Vater. Jetzt wird das Osterfeuer angezündet. Komm schnell, Vater, wir rennen, sonst verpassen wir's. Da hören sie's auch schon knistern und sausen, aber sie sehen nichts, weil die Leute so dicht stehen. Alle können gucken, bloß wir nicht, ruft Anne-Rose. Immer mit der Ruhe, sagt Vater. Er hebt Schnüppele hoch und setzt ihn sich auf die Schultern. Dann hat er eine Lücke entdeckt zwischen der Würstchenbude und der Kapelle. Dort zwängen sie sich nach vorn. Auf einmal wissen sie nicht mehr, wohin sie gucken sollen. Das Osterfeuer brennt jetzt von allen Seiten bis hoch hinauf in die Spitze. Und dazu spiegelt es sich in den blanken Trompeten und Posaunen und vor allem in der großen Tuba wieder. Schnüppele aber hat nur Augen für die Pauke, neben der Vater stehen geblieben ist. Bum, 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 macht er und haut dabei auf Vaters Hut. Der Hut rutscht Vater über die Augen. »Hey, du dort oben!« ruft Vater. Und dabei zieht der Schnüppele an den Beinen. Als die Kapelle aufhört zu spielen, sagt Mutter, »Gott sei Dank! Ich hab gedacht, ich werde taub!« Es dauert aber nicht lange, da fangen die Musikanten wieder an. Diesmal nimmt Vater schnell seinen Hut ab und Schnüppele kann nur noch »Bum, bum, bum« sagen. Als die Musik wieder zu Ende ist, tippt Schnüppele dem Mann mit der Pauke auf die Mütze. »Du«, sagt er, »lässt du mich auch mal draufhauen?« »Nee«, sagt der Mann, »das wird nicht gehen.« »Doch«, ruft Schnüppele, »wenn ich runterkomme, geht's.« »Es wird trotzdem nicht gehen.« »Warum denn nicht? Du spielst doch jetzt gar nicht.« »Ja, aber was sollen denn die Leute denken?« »Die merken's doch nicht. Ich hau doch bloß ein bisschen.« Alle, die drumherum stehen, fangen an zu lachen. Am meisten die Musikanten. Einer ruft, »Na dann lass doch den Kleinen mal!« Vater hebt Schnüppele von den Schultern und der Musikant gibt Schnüppele den Paukenschlägel in die Hand. »Donnerwetter«, ruft Schnüppele, »ganz schön schwer.« Dann fasst er den Paukenschlägel mit beiden Händen an, holt aus und schlägt drauf los. Bum, bum, macht es. Doll, ruft Schnüppele, doll. Und dann schlägt er wieder. Plötzlich nimmt ein Musikant seine Trompete und bläst dazu. Die Leute biegen sich vor Lachen. Als Schnüppele aufhört, sagt der Verkäufer aus der Würstchenbude, »Mein lieber Mann, jetzt hast du dir aber eine Extrawurst verdient.« Auf einmal ist an der Würstchenbude Hochbetrieb. Die Kapelle spielt das Lied »Freut euch des Lebens« und die Leute singen mit. Das Osterfeuer brennt und knackt und die Funken fliegen hoch in die Luft. »Bleiben wir noch ganz lange hier, Vater?« fragt Schnüppele. »Ich freue mich nämlich so.«